Einen wunderschönen guten Morgen aus Ungarn in die Welt. Ja, wir haben den 15.06. gleich 9.30 Uhr, also Zeit für die virtuelle Kaffeetasse Ungarns. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass wir wieder Wochenanfang haben und dass wir uns gemeinsam wieder zuprosten können hier mit unserer virtuellen Kaffeetasse. Ja, ich hoffe, eure Tassen sind voll. Wir haben ein bisschen was zu erzählen vom Wochenende. Einiges los in Ungarn, für die, die hier waren. Ja, habt ihr selber gemerkt. Bisschen Unwetter hatten wir in den letzten Stunden. Und ja, das natürlich auch eines unserer Themen heute. Und wir waren jede Menge unterwegs am Wochenende. Auch davon haben wir euch einige Geschichten mitgebracht. So, guten Morgen, Heike Schatz. Rainer Gürs ist am Start. Die Michi, die Monika, der Dieter ist auch da. Der Werner ist da. Der Wolfgang ist da. Claudia ist da. Da können wir loslegen. Immer, wie immer, die Zahlen am Anfang unserer virtuellen Kaffeetasse. Ich muss vielleicht noch eins bemerken. Heute Morgen, wenn ihr gleich einen ganz fürchterlichen, schrillen Pfeifton hört, dann ist es die Feueranlage, die Rauchmeldeanlage hier im Studio. Im Sender hat es heute Morgen 3 Fehlalarme schon gegeben, also ein fürchterlicher Ton, alle mussten raus und so weiter. Ihr kennt das ja, also nicht erschrecken, wenn es fürchterlich Krach macht gleich, dann muss ich ganz schnell weglaufen hier, dann ist das ein Feueralarm. Gut, machen wir los, gehen wir los, galoppieren wir durch. 4076 Corona-Infizierte in Ungarn, das sind plus 7 mehr als gestern. Wir beklagen 563 Todesopfer in Ungarn. Und in häuslicher Quarantäne befinden sich nur noch 7.707 Personen heute. 235.377 Corona-Tests wurden bisher durchgeführt in Ungarn. Das die offiziellen Zahlen an dieser Stelle. Ja, die Regierung hat auch wieder einiges verkündet am Wochenende. Und zwar wird es so sein, dass am Dienstag nun über den Regierungsvorschlag zur Aufhebung des Ausnahmezustandes in Ungarn abgestimmt wird. Also hier galoppiert man auch langsam vor. Man will wieder zu Normalzuständen kommen. Und einer davon ist ja dann auch die Abschaltung des Alarmzustandes. Also wie gesagt, darüber diskutiert die Regierung morgen am morgigen Dienstag nochmals in Budapest. Müller-Cecilia, ja, sie hat auch verkündet wieder am Wochenende. Schöne Nachricht, denn Krankenhausbesuche sind wieder möglich in Ungarn. Der Verbot wurde aufgehoben. Lediglich gilt ein Verbot noch natürlich auf Covid-19-Stationen. Hier ist der Besuch natürlich noch untersagt. Wichtig ist natürlich, wenn man Besuch im Krankenhaus durchführt, eine Maske muss getragen werden und im Krankenhaus gilt auch hier dann ein 2 Meter Abstand zu den Patienten und zu den Personen, die sich da besuchen. Also Müller-Cecilia mit einer schönen Botschaft am Wochenende. Krankenhausbesuche sind wieder möglich. Weiter geht's. Ja, kommen wir zu den schweren Unwettern am Wochenende. Budapest war da landunter, kann man sagen. Ich blende mal gerade ein paar Fotos ein, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, was hier am Wochenende los war. Speziell gestern spät Nachmittag hat es dann hier angefangen zu hageln, zu regnen. Ganze Straßenzüge sind vollgelaufen. Wir auch hier sehen teilweise auch ausgespült die Straßen, wo die Feuerwehr jede Menge zu tun hatte. Und sogar große Bäume in Budapest, mitten in Budapest, auf die Straße gekippt. Und hier haben wir auch noch einige Bilder von einem Ungarn-TV-Scout, der am Wochenende in Budapest unterwegs war. Hier seht ihr das auch, Bäume auf Autos. Und die Schadensbilanz, die liegt bisher noch gar nicht vor. Hier ist also einiges im Argen gewesen. Auch in Szolnok hat es schwer geschüttet. Hier sehen wir wieder Unterführung hier komplett vollgelaufen ist. Die Polizei hat mehrere Straßen gesperrt und ja, über Nacht hat sich das Ganze dann ein bisschen verteilt, das Unwetter. Jetzt im Moment so ein bisschen Ruhe vielleicht vor dem nächsten Sturm, weil hier und da soll es dann nochmal ordentlich schütten mit ordentlichen Gewittern. Ja, im Raum Jör ist dann ein Wohnhaus in Flammen aufgegangen, als ein Blitz eingeschlagen hat. Also hier, wie wir sehen, jede Menge Arbeit für die Feuerwehr seit, ja gut, gestern Nachmittag. Und der Hauptpunkt der Arbeit lag rund um die Region Budapest mit schweren Überschwemmungen. Gut, weiter geht's. Die Kulturprogrammreihe in Debrecen, die ist am Wochenende auch nochmal richtig in die Vollen gegangen. Jetzt wird hier jeden Tag ein kleines Kulturprogramm bis zum 15. August erstmal folgen. Man hat hier jetzt im Prinzip nach der Corona-Pandemie oder nach dem akuten
Ausnahmezustand, kann man ja fast sagen, dann so langsam diese Kulturreihe wieder anlaufen lassen. Gerade Debrecen, bekannt für die wunderschönen Kulturprogramme. Und jetzt hat man, wie gesagt, für jeden Tag was Kleines vorbereitet. Am Wochenende hat das schon gut funktioniert. Und auch da war es natürlich angepasst an die Epidemie-Maßnahmen. Das heißt also von der Abstandseinhaltung natürlich auch bis Indoor, Maskenpflicht etc. pp. Alles vorhanden. Ja, weiter geht's kulturell. Da zeige ich euch mal ein wunderschönes Bild hier, und zwar von dem Freiluft-Wassertheater in Sarwa. Dort hat es eine Aufführung gegeben. Ihr seht hier den Schauspieler Eniko Deta. Der hat das Lied gesungen, speziell jetzt für im Prinzip nach diese ganzen Pandemie-Maßnahmen. Danke Ungarn, danke Ärzte. Dieses Lied ist erst aufgeführt worden hier in diesem Wassertheater, auch in den Medien sehr präsent, auch in den Fernsehsendern hier. Eine schöne Veranstaltung, wie wir auf dem Bild auch gesehen haben, hier natürlich mit genügend Abstand in diesem herrlichen Wassertheater. Ja, und auch für die Pferdefreunde hat es was gegeben. In Ungarn, da hatten wir ja so ein bisschen, da waren wir ein bisschen traurig, dass die nationale Meisterschaft der Vierspänner nicht stattfinden konnte. Und jetzt, da zeige ich euch sogar ein Bild dazu, konnte sie stattfinden am Wochenende im Lipizer Pferdecenter. Und zwar das Finale, was ihr hier gerade seht, im Hindernisfahren der Vierspänner, konnte dann der Favorit auch Josef Dobrowitz gewinnen. Ein wirklich schöner Sport, der ja in Ungarn sehr zelebriert wird. Wir haben also hier sehr, sehr viele solcher Kutschen-Events, und auch auf internationaler Ebene ist Ungarn da ja sehr, sehr stark dabei. So, ja, das von kultureller Seite. Weiter geht's. Wir bleiben weiter so ein bisschen auch im touristischen Bereich, denn in der Nähe von Budapest, da zeige ich euch jetzt auch ein wunderschönes Foto, Gyermek Vasút, das ist die Schmalspurbahn, und das Besondere an dieser Schmalspurbahn ist, es ist eine Kindereisenbahn. Richtig, diese Bahn wird von Kindern betrieben, nur von Erwachsenen quasi beaufsichtigt, aber ansonsten ist es eine Kindereisenbahn. Wirklich schöne Sache, und die wurde renoviert, und jetzt ist die 11,2 Kilometer lange Strecke wieder freigegeben, und am Wochenende sind die ersten Züge wieder ausgerollt. Hier rollen dann auch wirklich alte Raritäten, Dieselloks und sogar eine Dampflok gibt es dort von den Gleisen. Wie gesagt, eine Schmalspurbahn, Kindereisenbahn, ab dem Wochenende wieder im Gang. 1948 ist das Ding übrigens erbaut worden. Da war es jetzt mal so ein bisschen Zeit für eine kleine Renovierung. Übrigens, die wird betrieben da wirklich von Kindern zwischen 10 und 14 Jahren. Tolle Sache für die Kinder. Und wer da mal in der Nähe ist, ist nicht weit weg von Budapest, sollte das mal machen. Geht durch wunderschöne Landschaft da, und mit Sicherheit ein Ereignis. Für Kinder, aber auch für Erwachsene. Ja, von Kindern geführt, diese Bahn. Gut, weiter geht's. Ich möchte euch natürlich den Hund der Woche, genau, den Hund der Woche haben wir ja noch. Nee, nicht den Hund des Tages haben wir hier. Und zwar möchte ich euch jetzt den Nixon vorstellen. Nixon ist ein wirklich pfiffiger Kerl. Zeige ich euch mal gerade. Da ist er, der Nixon. Der Nixon war bei seinem Fund über und über mit Schlamm bedeckt. Sein Fell war ausgefallen und er hatte viele kahle Stellen am Körper. In diesem Zustand konnte man ihn natürlich nicht nach draußen in den Zwinger sperren. Also durfte er übergangsweise im Büro des Tierheims wohnen. Dort wurde er mit Vitamingaben wieder zu einem wunderhübschen Hund, wie wir sehen. Ja, und jetzt sucht Nixon im Prinzip ein neues Zuhause. Der möchte nämlich auch weiterhin eigentlich im Büro schlafen und nicht irgendwo draußen. Also man sieht, er mag den Bezug zum Menschen, er ist da sehr anhänglich, und die Vermittlerin Rita Petersen von kettenlos.org, die möchte jetzt gerne auf die Suche gehen nach einem neuen Herrchen oder Frauchen. Und der Nixon, der ist zum Beispiel im Tierheim Njerichhaser zu besichtigen, anzuschauen, zu besuchen, und vielleicht ist das ja ein Freund der Familie für Sie, für euch da draußen, die gerade zuschauen. Also, der Nixon. Weiter geht's mit einem spektakulären Event am Wochenende. Wir waren ja viel unterwegs, und jetzt möchte ich euch gerne nochmal aus eigenen Reihen ein bisschen was erzählen. Und zwar waren wir zuerst an Balaton Fyret, haben uns das mal angeguckt, wie läuft es denn da so mit den ersten Touristen und was ist denn da so los? Und da muss ich sagen, in den Restaurants war schon teilweise sehr, sehr viel los. Das habe ich euch ja am Wochenende auch ganz kurz in einem kleinen Live-Video
erzählt. Was mich ein bisschen nachdenklich stimmt, ist, dass dann wirklich teilweise sehr, sehr, sehr voll waren die Restaurants und von Mindestabstand war da nichts zu sehen. In manchen Restaurants hatte man das sehr gut geregelt, da war also genug Platz und da war man sehr vorsichtig mit allem. Und was mich auch ein bisschen nachdenklich stimmt, ist, dass in manchen Hotels zum Beispiel das Frühstücksbuffet ganz normal serviert wird. Oder nicht serviert wird, sondern hergerichtet wird. Also da kann jeder an das Frühstücksbuffet gehen, sich dann alles nehmen. Da ist keine Plexiglasscheibe davor und so weiter. Wir hatten ja letzte Woche mit dem Herrn Kempinski, hätte ich fast gesagt, mit dem Herrn aus dem Kempinski-Hotel gesprochen. Und der hat uns dann nochmal ganz klar versichert, dass das eigentlich nicht geht, dass man also da Maßnahmen vollziehen muss. Das scheint in Richtung Balaton gar nicht so zu sein. Da hat man im Prinzip den Eindruck, dass es keine Coronavirus-Pandemie gibt. Also das nur mal von meiner Seite als Gefühl heraus, was ich euch da sagen kann, wenn einer Angst hat und sagt, das ist mir aber alles zu viel und wenn ich dann das nicht darf und das nicht darf. Also ihr merkt das da eigentlich überhaupt nicht. Und da kann man jetzt im Prinzip so zwei Meinungen zu haben. Auf der einen Seite sage ich, hurra, der Tourismus läuft wieder los und quasi so wie früher. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was ist denn, wenn da doch noch was dran ist und wenn so eine Infektion dann halt doch noch irgendwo umhergeht, dann sind wir natürlich ganz schnell wieder dabei. Ja, das heißt also, da kann auch ganz schnell wieder alles rückwärts gehen. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass im ersten Hotel 2, 3 positive Fälle sind, dann hat das ja alles gar nichts mehr mit schönem Urlaub dann nachher zu tun, denn dann kommen wir wieder in alte Maßnahmen rein. Und ja, ich denke, man sollte da wirklich trotzdem vorsichtig sein, ein bisschen achten darauf, wo man sich dann aufhält, in welchem Restaurant und wie man damit umgeht. Ich glaube, selbst ein bisschen die Augen aufmachen, zu schauen, was da gerade los ist, ist mit Sicherheit wichtig. Ja, dann geht es natürlich weiter. In Tihon wollten wir uns ja auch mal umschauen. Da sind ja jetzt die Lavendelwochen und da haben wir auch mal gedacht, Mensch, was ist denn da los? Sind da überhaupt jetzt Menschen? Wird das gut besucht? Ich kann euch mal sagen, wie es auf der Anfahrt aussah schon. Also ihr seht hier schon jede Menge Autos, jede Menge Menschen und auch der Markt an sich oder sagen wir zumindest diese Straßen dort. Ihr seht das hier rechts und links, die ganzen Lavendelprodukte. Da war ordentlich was los. Und natürlich können die Menschen auch dann, die Touristen, die dorthin kommen, auch in andere Gebiete da rechts und links drumherum. Hier zum Beispiel kann man auch in die Lavendelfelder ja reinwandern. Man darf da dann halt dann nur nicht pflücken, sondern muss aufpassen. Das darf man nur anschauen, durchwandern und tolle Fotos machen. Das zum Beispiel in Tihon. Aber ihr seht hier auch an den Bildern, hier ist ordentlich was los. Und man hat hier dann doch irgendwo die Möglichkeit dann zu sagen, okay, ja, die ganzen Märkte, die ganzen Events finden statt und eigentlich merkt man nichts von irgendwelchen Pandemien. Also, das war mein Eindruck, zumindest jetzt an zwei Orten jetzt erstmal am Wochenende. Und dann habe ich ein Event mitgemacht und das ist auch gleichzeitig mein touristischer Tipp für heute. Den haben wir natürlich auch noch etwas größer ausgebaut, weil wir da waren wir mit dem Kamerateam vor Ort. Und zwar waren wir in Nagykövő. Ja, und was in Nagykövő am Wochenende gefeiert wurde, das glaubt ihr an dieser Stelle nicht. Ich muss jetzt erstmal einen Schluck Kaffee nehmen, sonst glaubt ihr mir das nicht. In Nagykövő gibt es eine Almhütte, einen sogenannten Alpenclub. Und der Paul ist da schon seit Jahren und der betreibt diesen Alpenclub. Und der Paul hat gesagt, während wir in der Pandemie ja eigentlich gar nicht unseren traditionellen Maibaum aufstellen konnten, dann hat er gesagt, das machen wir einfach jetzt. Und schaut euch das mal an, siehe da, gestern Maibaum aufstellen im Alpenclub bei Schümeck Nagykövő. Sogar die Bürgermeisterin war da. Der Paul, das ist der Inhaber, ja, rüstig mit Mitte 70 dabei, hat dann auch noch mal einen ordentlichen Schluck auf den Maibaum genommen. Und hier sehen wir ihn noch mal, wie stolz er ist auf seinen wunderschönen Maibaum. Ja, jede Menge Menschen waren auch dort und wollten sich das mal anschauen, wie das da so ist, im Mitte Juni. Einen Maibaum aufzustellen. Es gab natürlich ordentlich Bier, natürlich gutes Alpenbier und das ist eigentlich auch jetzt mein Tipp. Wenn ihr dort in der Nähe seid, schaut euch das mal ein. Das ist dieser Alpenclub. Ja, und wenn man das von innen anschaut, wirklich, man denkt, man ist in den Alpen irgendwo vielleicht auch im Allgäu. Wir haben da zwar nur 185 Meter Höhe, aber wie gesagt, das Ambiente bringt euch ein Stück in die Berge. Ja, und das ist auch was Besonderes, denn der Paul, der ist ordentlich lustig dabei, der macht richtig Entertainment da
Und das ist wirklich ein tolles Ausflugsziel. Die Bürgermeisterin war auch da, die hat mir dann noch erzählt, was man schöne Sachen machen kann dort, tolle Wanderungen. Es gibt auch eine Höhle, die kann man, da kann man hinwandern. Ja, also alles wirklich sehr schön. Und Schümeck, wisst ihr auch, da gibt es die tolle Burg. Da gibt es also auch jede Menge zu sehen. Also ein schöner Tagesausflug rund um Schümeck mit einem kleinen Abstecher. Jetzt muss ich hier gerade schauen, ich gucke gerade auf die genau, also ich muss jetzt gerade mal parallel gucken, weil hier hat gerade einer geschrieben, dass er keinen Empfang hat. Das tut mir natürlich leid, aber da können wir ja dann auch nichts dazu, weil manchmal ist das Internet halt auch nicht dann überall so gut. Ja, also wie gesagt, wenn ihr da in der Nähe seid, ein Mittagessen oder ein Abendessen bei Paul zum Beispiel, ich zeige euch mal, was da, der, also es war der Knaller, das haben wir selber auch gegessen. Ja, da gibt es zum Beispiel das Käseschnitzel. Ja, also wirklich mit richtigem Allgäuer Käse, gute Spätzle dabei und dass der Ausflug allein schon wert. Ja? Und dann manchmal kommen die Reiterstaffeln dahin, manchmal kommen dann auch Wanderer dorthin. Also da ist eigentlich immer was los, von Donnerstag bis Sonntags im Alpenclub beim Paul in Natschgerbö. Das ist mein Tipp an dieser Stelle. Und wir werden euch heute Nachmittag, Spätnachmittag, einen wunderschönen Beitrag darüber zeigen. Dann habt ihr auch ein Interview mit dem Paul dabei und die Bürgermeisterin erzählt, was man da so sonst noch machen kann. Also eine richtig schöne Reportage über dieses Event. Gestern hat mich unheimlich gefreut, die Menschen da kennenzulernen. Viele Deutsche, ganz viele Deutsche da, die das wirklich so als das Ausflugsziel bei ihrem Besuch dort, ja, letztendlich festgesetzt haben. So, jetzt schaue ich mal so ein bisschen noch in eure Kommentare hier. Ich bin heute Morgen ja so ein bisschen durch den Wind, weil dreimal dieser Alarm, ich musste dreimal hier raus, wieder rein. Das war alles nicht so einfach. Und dann muss man natürlich so ein bisschen die Gedanken bei sich halten. Ich hoffe, das hat man heute nicht ganz so viel gemerkt, dass ich so ein bisschen weg war mit meinen Gedanken, weil so ein Feueralarm ist doch irgendwie immer beängstigend, auch wenn es eigentlich nicht gebrannt hat. Aber naja. Beim Pauli ist immer lustig. Ich sehe schon, auch hier kennen einige dieses, diese Location. Ja. Reisende aus der Schweiz, welche mit dem Flugzeug direkt nach Budapest fliegen, gibt es da noch Quarantäne? Der Thomas Ameter. Ich habe es noch nicht probiert, aber seit heute sind ja die Grenzen EU-weit, Schengen-Grenzen offen. Eine Quarantäne habe ich bisher noch nicht wahrgenommen hier für Reisende, die aus der Schweiz jetzt kommen am Flughafen. Da gibt es aber direkte Informationen auch auf der Flughafenseite, die man sofort abrufen kann. Und so viele Flüge kommen da ja noch nicht. Also da kann ich an dieser Stelle noch keine genauen Informationen geben. So, guten Morgen aus Halberstadt. Die Liane ist auch da. Ungarn, wir kommen. Ja, mich hat also auch gewundert, wie viele Menschen jetzt gerade unterwegs sind nach Ungarn. Und Rückmeldungen von den Grenzen waren auch alle derzeit jetzt hier keine Grenzbeamten mehr. Die Grenze war leer, keine Kontrollen mehr in Richtung Ungarn, aus Ungarn heraus, Richtung Österreich wurde noch kontrolliert. Das haben wir ja auch am Wochenende nochmal gesagt, wurden viele deutsche Fahrzeuge angehalten. Die Leute, die uns da Rückmeldung gegeben haben, die haben gesagt, okay, wir wurden angehalten, wir wurden gefragt, ob wir direkt durchfahren oder in Österreich bleiben wollen. Also hier wurde noch kontrolliert. Da kam es natürlich ein bisschen zu Stauungen. Ja, maximal aber 20 bis 30 Minuten war man da auch durch. So unser Feedback vom Wochenende. Aber wie gesagt, rein nach Ungarn, da ist die große Grenze Hegyalja-Shalom, Hegyalja-Shalom gar nicht mehr besetzt. Also da kann man derzeit komplett durchfahren. So, was schreibt man hier noch? Liebe Grüße auch an die Crew. Ich kenne Ungarn seit 1982. Kannst mich viel fragen. Es hat sich viel verändert, aber kein Parkplatz zum Lavendelfest ist normal. Weiter so. Ja, kein Parkplatz. Also wir haben auch lange gesucht. Da muss man ganz schnell sein, um dann eine Lücke zu erreichen. Ja, und ich kann auch da sagen, auf den öffentlichen Flächen war das Parken auch da am Wochenende noch frei. Und da gibt es ein paar private Parkplätze, da musste man aufpassen, da stand der nämlich dann im Parkautomat und in diesen musste man dann noch was reinwerfen. Also wenn ihr diese Feste besucht, aufpassen, ja, da muss man wirklich gucken, wo man dann parkt, dass man da auf einen öffentlichen Parkplatz parkt, so
sonst kann es dann die Parkgebühr halt dann noch geben. Ganz wichtig auch, Kap Tonon-Toti zum Beispiel bin ich auch vorbeigefahren am Wochenende, auch riesig was los, die Wiesen waren voll mit Fahrzeugen, das ist ja dieser Markt, dieser Markt, wo viel Handgemachtes dann auch verkauft wird, im Wald, im Wäldchen da, auch in der Balatonregion, nicht weit vom Balatonsee weg, da wie gesagt auch jede Menge los am Wochenende, also auch hier seht ihr, dass das normale Leben in Ungarn Stück für Stück wieder losgeht. Keine Kontrolle an der Grenze, schreibt auch Dieter Geiken. Also ihr seht, hier kommen viele Kommentare rein und alle sagen uns eigentlich zu 95% dasselbe, dass die Grenzen derzeit wirklich ja auch dann geöffnet sind. Und heute sind ja dann 15.06. sind alle Schengen-Grenzen offen. Also da dürfte es eigentlich auch aus den Niederlanden, wurde ich auch gestern gefragt, keine Probleme geben. Und so weiter und so fort. Wo war das, Sven? Wo war das? Also wir waren in Natschgörbö, das ist bei Schümeck, da ist der Alpenclub und da wurde gestern der Maibaum aufgestellt. Ja, ich fand das ein spektakuläres Event und war auch irgendwie ganz schön, weil ganz viele Reiter kamen da rein, bestimmt 30 Pferde, ja, die dann auch dort letztendlich getagt haben. Findet das Weinfest noch statt in Balatonlelle? Ja, da habe ich auch gestern mit einem drüber gesprochen und es soll stattfinden. Ja, das ist ja dann im August. Ja, da habe ich auch gesagt, es wird wahrscheinlich anders wie sonst. Ja, ein bisschen kleiner wahrscheinlich, ein bisschen auseinandergezogener, aber es soll stattfinden. Ja, so war gestern auch die Ansage eines Bürgers aus Balatonlelle, den ich gefragt habe und hat gesagt, ja, da werden wir was machen. Ja, wo war der Markt? Der Markt der Lavendel oder die Lavendeltage sind in Tihon und der Markt in Kap Tonon-Toti heißt das. Da könnt ihr auf unserer Webseite auch mal eingeben. Da haben wir auch einen schönen Videobericht darüber. Den könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Da ungarn-tv.com, Kap Tonon-Toti, das ist dieser Handwerksmarkt, ist ein ganz berühmter Markt. Haben wir auch schon mal gesprochen hier in der Kaffeetasse von. Weil da alles viel Hausgemachtes, Handgemachtes ist, lecker Wurst, lecker Käse, alle möglichen Soßen. Und das ist wirklich sehr schön. Aber auch ein Körbe, Weinfässer. Ich habe da schon alles gesehen. Also wirklich schon, das Ganze liegt in einem Wald. Ja, kann man schön durchgehen, schön schattig im Sommer. Ordentlich Parkplätze drumherum, also auch sehr, sehr, sehr schön. Ja. Und danach kann man dann eine Runde Bierchen trinken beim Pauli in Natschgörbö. Jetzt kann ich den Namen noch aussprechen. Gestern konnte ich das noch nicht. Aber die Bürgermeisterin hat es mir beigebracht. Ganz nette Frau übrigens. Ja, kann auch gut Deutsch. Und sie ist sehr froh, dass viele Deutsche dahin kommen, aufgrund von Pauli. Ja, und das Dörfchen somit eigentlich bekannt gemacht hat. Bei vielen Deutschen, Österreichern, Holländer gestern. Ganz nette Holländer kennengelernt gestern. Auch dabei wirklich ein sehr schönes Örtchen. Ein Fleckchen in Ungarn. Gut, ja, ich glaube, dann sind wir durch. Trinken wir noch schnell eine Tasse Kaffee und ich bin heilfroh, dass diese Feuermeldeanlage hier nicht losgegangen ist heute Morgen, denn da hatten wir heute Morgen ja schon echt ein bisschen Sorge, dass die Sendung überhaupt stattfinden konnte heute. In diesem Sinne, morgen sehen wir uns wieder. Wir werden heute Mittag einen weiteren Schritt in Richtung Kaffeetasse und Kaffee machen. Heute werden wir einen ganz besonderen ungarischen Kaffee testen und wollen für euch da mal so ein bisschen auf die Spur gehen der ungarischen Kaffeeröstung. Auch ganz spannend wahrscheinlich. Passt ja dann auch zum Thema der virtuellen Kaffeetasse. In diesem Sinne, ich sehe gerade schon, der Nico hatte auch ganz schnell gehandelt hier. Sonntagsausflug nach Kap Tonon-Toti, Biomarkt. Also da habt ihr es schon in den Kommentaren. Wer wissen möchte, wo dieser Markt in Kap Tonon-Toti ist, einfach draufklicken, dann seid ihr schon dabei. Und gibt es auch, glaube ich, ein Video dazu. Ja? Und heute Nachmittag nicht vergessen, Ungarn TV, die Reportage über den Maibaum gestern in Natschgörbö und jede Menge Informationen über Pauli, den müsst ihr kennenlernen. Also heute Nachmittag auf Ungarn TV und natürlich hier auch auf Facebook zu sehen, die Reportage über den Pauli. In diesem Sinne, macht es gut, macht euch einen schönen Tag, bleibt gesund. Wir sehen uns morgen dann wieder um 9.30 Uhr hier bei der virtuellen Kaffeetasse Ungarns. Ciao.